Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Die Bildschirmaufnahme läuft und der Rec-Button ist gedrückt. Das bedeutet, wir machen wieder einen Trainingsplan. Das ist jetzt schon der vierte Trainingsplan in unserer Trainingsplan-Gestaltungsserie. Es ist scheinbar eine geworden. Und heute kommen wir zur absoluten Königsdisziplin, dem Vierersplit. Warum Königsdisziplin? Irgendwann habe ich gemerkt, kommt ein jeder Bodybuilder automatisch auf einen Vierersplit, der länger trainiert und gewisse Erfolge mit sich gebracht hat dabei. Nicht derjenige, der schon lange trainiert, aber immer noch aussieht wie ein Lappen. Oder bei dem etwas weniger bei rumkam an Muskelmasse und der andere Sportarten macht, was auch immer. Letzten Endes kommen diese Leute dann immer darauf, eine ganz entscheidende Sache zu machen und selbst zu justieren. Es ist so, als würde jeder einen Wagen fahren und irgendwann kommt jeder darauf, eine bestimmte Einstellung am Motor zu machen, wenn man so ein bisschen Ahnung davon hat. Und schon ändert sich einiges. Und das ist hier der Fall. Wir haben beim letzten Mal den Dreier-Split besprochen. Auch jetzt werden wir wieder zusammen einen Trainingsplan machen. Den könnt ihr so natürlich exakt übernehmen und einfach mal ausprobieren. Dafür ist es aber nicht da, sondern ich rede wahnsinnig viel dabei, wie ihr es gewohnt seid, und erkläre, warum ich den Trainingsplan so gestalte. Und das ist das eigentlich Wertvolle dahinter, denn dann sieht man mal aus meiner Sicht, warum ich einen Trainingsplan so zusammenstelle. Heißt, die Übungskombination, den Split selbst, sogar die Satzzahlen und so weiter. Dann bleiben aber natürlich noch eine ganze Menge Variablen und ihr findet dazu auch noch einige Videos mehr, alleine schon auf diesem Kanal. Schaut mal da oben vorbei, da findet ihr ganz viele Videos über die optimale Trainingsplangestaltung im Bereich Brust oder auch für den Bizeps und natürlich Trainingspläne zum Ganzkörper, Zweiersplit, Dreiersplit. Jetzt sind wir beim Vierersplit. Was ist der entscheidende Vorteil eines Vierersplits? Zunächst einmal die Grundvoraussetzung, es gibt natürlich auch immer wieder Nachteile. Beim Dreier-Split haben wir das letzte Mal die Möglichkeit eingeräumt, dass man mehrmals die Woche den Muskel trainieren kann. Beim Dreier-Split ist das theoretisch noch drin. Man kann die Muskelgruppen so in 3 Tage aufteilen, dass man dann aber bei 3 Tagen natürlich 6-mal die Woche trainieren kann. Wenn man es arrhythmisch macht, dann kommt es trotzdem so grob hin. Beim Vierer-Split ist das nicht mehr möglich und man zielt dann auch endgültig nicht mehr darauf ab. Natürlich könnt ihr einen Vierer-Split auch so trainieren, dass ihr trainiert, Pause, Training, Pause, Training, Pause und so weiter oder Training, Training, Pause, Training, Training, Pause und dann kommt man automatisch darauf, dass man jeden Muskel alle 5 bis 6 Tage trainiert. Das kann man auch machen, weil man den Körper in 4 Teile aufteilt, heißt das noch lange nicht, man ist jetzt gezwungen, an bestimmten Tagen das zu machen oder mit bestimmten Pausen dazwischen. Dennoch empfiehlt es sich meistens, wenn man auch rhythmisch mit der Woche trainieren möchte, das auf 4 Tage aufzuteilen und die Ruhetage zu nutzen. Gerade bei dem Workload, der für das zentrale Nervensystem ganz schön hart ist, braucht man das meistens, dass man dann einen Tag Erholung danach einplant. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Beim Vierersplit verlassen wir eben diese Möglichkeit, die gibt es dann nicht mehr. Wir sind aber noch variabler. Zum einen gibt es eben eine große Flexibilität. Möchte ich mal morgen mir keinen freien Tag gönnen, kann ich fast immer die nächsten 1-2 Tage direkt hinterher packen. Denn ich trainiere zumindest nicht auf den Muskel, der noch erschöpft ist vom Vortag. Mein zentrales Nervensystem ist eine andere Sache. Eure Gelenke, die Armgelenke, die ja fast alles an Gewicht immer mitmachen, ist auch eine andere Sache. Aber es ist möglich, den Muskel wieder zu bearbeiten. Wir können uns aber auch freigönnen. Wir haben genug Workload, um danach 10 Tage uns freizugönnen für den Muskel und dann anschließend wieder zu trainieren. Das gibt eine schöne Flexibilität, wenn es um die Trainingstage und die Off-Tage geht. Das absolut Entscheidende nun, im Gegensatz zu einem Dreier-Split zum Vierer-Split. Der große Vorteil, Trommelwirbel, ist, dass wir endlich eine Sache klären, die uns immer gestört hat und die jeden von euch da draußen stören muss, der noch ganz bei Sinnen ist und der vor allem einen vernünftigen Körper hat. Dieser verdammte Tag, wo wir Schultern und Beine zusammen trainieren. Und es ist mir ganz egal, ob viele da draußen sagen, oh, Schultern und Beine geht eh nicht, die Schultern hätte man aufteilen müssen oder sonst was. Macht den Dreier-Split, splittet den gerne, wie ihr wollt. Das ist der Klassiker, für den ich auch immer noch genug Bewandtnis sehe und wo ich wirklich denke, das macht so am meisten Sinn. Aber damit wir die Beine oder auch den Rücken, denn
Der Rücken wird dann oft vergessen in der Rechnung. Ja, man kann Beine schlecht mit was anderem trainieren, wenn man es richtig macht, aber Rücken genauso. Der Rücken hat sogar eine größere Fläche an Muskeln, die man abdecken muss. Dieses wird nun endlich ein Keil reingetrieben und getrennt. Rücken und Beine, die beiden ZNS, Zentralnervensystem-Muskulatur-Trainingseinheiten, die das am meisten zerstören und in Mitleidenschaft ziehen, werden endlich von jeder anderen Verantwortung an dem Tag befreit. Rücken einzeln und Beine einzeln. Da kommt dann Stimmung auf. Mich stört es so sehr, dass ich den Rücken so bearbeiten muss und da nochmal erwähnt, den Rücken in einer Muskelgruppenverhältnis zu setzen mit dem Bizeps, also diesen kleinen Teil hier, mit den vielen Muskelsträngen, die dort übereinander, untereinander gehen und den gesamten Rücken abdecken, ist absurd. Wir reden hier zwar von Muskelteilen und teilen die auf, aber es ist keine faire Aufteilung. Selbst wenn ihr Schultern, Bizeps, Trizeps und Brust an einem Tag trainiert, ist das teilweise noch so, dass der Rücken immer noch mehr Workload braucht und mehr verschiedene Muskulaturen hat als die vier zusammen. Ihr seht also, es macht absolut Sinn, den Rücken einzeln zu trainieren und bei Beinen, das wisst ihr, macht einmal vier Sätze, Ausfallschritte und eigentlich ist die Trainingseinheit gelaufen. So, jetzt gehen wir aber dann ans Eingemachte. Wir kennen die Theorie und wir wissen, was wir hier vorhaben. Wir trennen endlich Rücken und Beine. Und damit kommen wir schon zur Aufteilung. Hier haben wir, wie immer, die vier Trainingstage. Die habe ich hier eingetragen. Und daneben, das ist etwa nicht der freie Tag, nein, da werden später die Satzzahlen zumindest eingetragen. Und jetzt fangen wir mal an. Wir haben Trainingstag 1. Wann auch immer das ist bei euch. Deswegen schreibe ich Trainingstag 1 und nicht Montag, Dienstag, Mittwoch. Denn das müsst ihr selbst einteilen. Wie gesagt, ihr könnt dazwischen Pause lassen. Im Optimalfall macht ihr das auch. Ich lasse immer genügend Pause und habe nur vier Trainingseinheiten damit in der Woche. Aber das heißt, ich werde schon gezwungen, zwei hintereinander zu bringen. Und das sollte dann natürlich sinnvoll sein. Da sprechen wir gleich auch drüber. Und jetzt kommen wir zu der Split-Einteilung. So, wir fangen an, wie ich immer anfange, weil ich es für die geilste und beste Muskulatur halte mit dem Rücken. Dann ist man frisch, das ist so Anfang der Woche, ist Anfang des Trainingsplans, wie man es auch immer nennen mag. Aber natürlich ist das kein echter Anfang. Ihr könnt anfangen, womit ihr wollt. Es geht weniger, wie gesagt, um den Anfang. Es geht nur darum, dass die Reihenfolge des Splits jetzt ein wenig Sinn macht. Wenn ich den Rücken an Tag 1 trainiert habe, dann möchte ich möglichst diese Trainingseinheit auch von den Beinen trennen. Beine und Rücken ist das, was unser zentrales Nervensystem am meisten belastet. Und dann werde ich nicht das direkt später trainieren. Zum einen möchte ich sowieso nach Rücken und nach Beine einen Tag Pause drin lassen. Eben wegen der Regeneration. Kann ich nur empfehlen, ich kam eh nicht drum herum. Ich brauchte diesen Tag Pause und damit habe ich dann auch ordentlich aufgebaut. Das heißt, dazwischen Tag 1 und Tag 2 wird ein Tag frei sein. Das nächste soll dann sein, Brust, Bizeps. Jetzt könnte man sich fragen, warum? Der Bizeps könnte doch vorbelastet sein durch den Rücken. Das ist schon eine individuelle Sache, die bei mir aufgetaucht ist. Mein Rückentraining belastet den Bizeps wenig genug, um danach noch einen Tag später, zwei Tage später den Bizeps zu trainieren. Ich habe noch keinen Bizepsmuskelkater dadurch bekommen. Trizeps verhält sich ein bisschen anders bei der Brust für mich. Aber da müsst ihr selbst schauen, wie das natürlich bei euch ist. Ich habe jetzt den Bizeps zur Brust dazu genommen. Ihr könnt aber natürlich auch Brust und den Nicht-Antagonisten quasi nehmen, den Trizeps dann dazu. Jetzt machen wir mal diese Aufteilung. Jetzt kommen folglich die Beine. Ich wechsle gerne eben diese harten Trainingseinheiten mit den anderen ab. Und dann haben wir eine, da bleibt es übrig, Schultern und Trizeps. Die Schultern trenne ich ganz bewusst von der Brust. Denn wenn es einen Muskel gibt, der sich hier so gar nicht ab kann bei dem Split, kurz vor oder hinter dem anderen zu trainieren, ist Brust und Schultern. Es ist fast eine identische Einheit für die Schultern, zumindest wenn es auf den vorderen Delta geht. Bei den Schultern konzentrieren wir uns an dem Tag deswegen vor allem auf die Seite. Seite, 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 Seite. Vorderer Delta, wir machen das höchstens, weil wir noch eine Überkopfbewegung drin haben wollen, aber rein vom Muskelaufbau, vom Muskelreiz brauchen wir den vorderen Delta nicht. Der ist abgegolten mit der Brust. Der ist abtrainiert. So, und damit wir es noch einheitlicher machen, kommt hier noch ein schöner Schrägstrich dazwischen. Und dann haben wir eben genug Pause von Schultern und Trizeps zur Brust- und Bizeps-Einheit. Dazwischen sind zwei, drei Tage immer.
Und wir sehen, wir haben auch Rücken und Beine gut voneinander getrennt. Das Einzige, was uns vielleicht ein bisschen stören könnte, ist Rücken, Bizeps. Aber wenn ihr hier zwischen eine Taktpause habt und danach auf jeden Fall eine Taktpause, sollte das eigentlich klappen. Probiert es einfach aus. Ansonsten sind die Alternativen, Rücken und Beine bleiben immer Einzeleinheiten. Die Alternativen sind natürlich, dass ihr Brust, Trizeps trainiert oder auch Brust, Schultern. Und dann habt ihr einen Armtag. All das ist drin. Achtet nur dann wieder darauf bei dem Armtag, wenn ihr Bizeps, Trizeps trainiert habt und dann danach unmittelbar den Rücken oder die Brust, dann kann das natürlich auch wieder stören. Ein paar Störenfriede gibt es immer, aber gut, jetzt haben wir den Luxus der absoluten Regeneration, den ihr sonst einfach selten habt. Und jetzt steigen wir mal wieder ein. Ich mache das wie immer, indem ich jetzt hier oben das Ganze fülle mit meinen Lieblingsübungen, die ich hier unten schon aufgelistet habe. Ich fange an dem Rückentag an, ähnlich wie ich es schon beim letzten Trainingsplan gemacht habe, mit, das mache ich grundsätzlich ganz gerne, entweder einer Rudereinheit oder einer Latzugeinheit. Ich nehme die Latzugeinheit. Latzug unilateral an der Maschine. Meine Lieblings-Latissimus-Übung, deswegen kommt die jetzt in den besten Trainingsplan, die Maschine, wo ihr die einzeln voneinander bewegen könnt und auseinander geht. Das ist für mich die beste Latissimus-Aktivierung und deswegen nehme ich die hier und knall die erstmal mit 4 ganzen Sätzen raus. Dann ist der Latissimus, der untere Teil vor allem des Rückens, schon mal ganz schön beansprucht. Jetzt will ich zum Ausgleich eine Übung haben, wo ich A, keine unilaterale Bewegung mehr habe, dann eine bilaterale und wo ich jetzt natürlich vor allem den Rücken Mitte mehr treffe statt unten. Und das ist bei einer Ruderübung der Fall. Das heißt, wir haben hier schon einen großen Unterschied. Statt unilateral, bilateral, statt den unteren Teil, den mittleren Teil und eben dadurch eine Ruderübung auch noch drin. Und statt breit, weil hier seid ihr mehr oder weniger, kommt ihr in einer Breite bei der maximalen Rückenaktivierung an und hier bleibt ihr eng. Auch das ist ein großer Unterschied. Jetzt haben wir hier die beiden eigentlich schon und hier machen wir auch nochmal knackige 4 Sätze. Wir lassen jetzt nichts mehr anbrennen und machen von allem 4 Sätze statt 3. Wir können uns nämlich heute austoben, wir haben nur den Rücken. Und das gibt Zunder. Was ich jetzt mache, um das Ganze wieder auszugleichen, ich mache noch eine Ruderübung rein, diesmal aber rudern breit. Die geht also jetzt auf den oberen Teil meines Rückens, den Schultergürtel. Ich habe unten angefangen, Latissimus, Mitte so ziemlich abgefangen, jetzt versuche ich oben die Ellenbogengelenke also oben zu halten und dann mit Tiber rudern breit an der Maschine das Ganze zu machen. Auch hier gibt es 4 Sätze und ich setze ich nur einen drauf, mache ich hier einen Dropsatz? Nein, den mache ich später. Jetzt kommen wir zu einer letzten Übung für den großen Rückenteil. Ich habe immer meistens 2 Auspowerübungen noch dabei, die einfach dazugehören. Da nehme ich jetzt rein, ihr könnt jetzt Kreuzheben noch anfügen, ihr könnt Reverse Butterfly noch anfügen. Da wir T-Bar-Rudern drin hatten, ende ich mal hier nicht mit Reverse Butterfly, denn von der Anstrengung ist es ungefähr das gleiche, auch wenn Reverse Butterfly so ziemlich unsere einzige Isolationsübung gewesen wäre. Ich mache noch Bodybuilding-Kreuzheben rein. Ich erwähne Bodybuilding-Kreuzheben. Schaut da oben in dem Video, was Bodybuilding-Kreuzheben ist. Das ist nicht das Normale, wo euer Unterrücken jetzt nochmal belastet wird. Ihr hattet schon die Belastung beim unteren Rückens beim Rudern eng und so weiter. Und das am Ende des Trainings zu machen, ja, da werden viele von euch meckern, das macht man noch nicht, da hat man doch keine Konzentration mehr. Stimmt, macht man auch nicht. Wir machen konzentriertes, nicht mit hohem Gewicht veranlagtes Kreuzheben mit Bodybuilding-Variante. Und dann geht es nochmal so richtig auf die Muskelteile, die wir vielleicht noch nicht erwischt haben. Und dann wollen wir ganz zum Schluss nochmal Shrugs einbauen, um den obersten Teil auch nochmal auszubauen. Ist eh meistens nur ein Ausbauen. Und das machen wir mit Dropsätzen. Also wir setzen einmal das höhere Gewicht dann ab, wenn wir nicht mehr können, und nehmen direkt das niedrige und machen weiter. Davon 4 Sätze, 4-mal Dropsätze. Und dann haben wir einen ganz schönen Workload für den Rücken. Und glaubt mir, das reicht, damit der Rücken für die nächsten 5 bis 10 Tage wächst. Ja! So, das ist ein richtig schöner Rückentag. Da freuen wir uns dann auch immer wieder drauf. Auf jeden Schluck freue ich mich auch. Ein Tag Erholung und wir gehen an den Brusttag. Beim Brusttag fange ich sehr gerne mit Schrägbankdrücken an. Einfach, weil das der Teil der Brust ist, den man am besten sieht und der meistens verkümmert ist. Den sieht man durch einen Tanktop am besten und gerade der obere Schultergürtel, da wollt ihr ja Brust haben und nicht einfach nur hier unten. Deswegen nehmen wir
eine Grundübung, Schrägbankdrücken, Kurzhanteln. Jetzt könnte man auch hier argumentieren, warum nicht Langhantel. Das ist meine persönliche Vorliebe. Ich liebe es, mit den Kurzhanteln zu trainieren und aktiviere die Brust damit besser. Tauscht es sehr gerne aus gegen eine Langhantelübung. Und schaut euch nochmal das Brustvideo an. Top 5 Brustübungen. Ganz wichtig, da seht ihr nur, was ihr dann beachten müsst bei den Folgeübungen. Das werde ich jetzt beachten, weil ich hier Schrägbankdrücken Kurzhantel gewählt habe. Das heißt, ich habe wieder eine unilaterale Bewegung. Ich habe bereits die Schrägbank, die obere Brust also trainiert. Das Ganze mache ich mit 4 Sätzen, weil das so am Anfang die Powerübung ist. Danach gehe ich über und möchte jetzt etwas auf dem mittleren Teil, den großen Brustmuskel, absehen. Und das ist meine Isolationsübung. Also hier haben wir auch wieder maximale Unterschiede. Statt Schrägbank sind wir auf der Flachbank. Wir haben statt einer Grundübung haben wir hier eine Isolationsübung. Der Unterschied haben wir noch nicht. Wir sind immer noch unilateral unterwegs und das müssen wir gleich als nächstes mal ändern. Hier machen wir 3 Sätze Fliegende auf der Flachbank. Sollte reichen. Und jetzt sind wir noch beim Negativbankdrücken. Doch da streiche ich mal unilateral Negativbankdrücken. Wenn ihr eine Maschine dafür habt, weniger haben dafür eine Maschine. Und da seht ihr schon, da würde es Sinn machen, wenn dafür keine, die meisten Maschinen sind dann doch wieder unilaterale Bewegungen. Jetzt haben wir dann nicht einmal eine andere Bewegung drin. Das heißt, sollte es keine unilaterale Maschine geben, sollte es keine normale Maschine für Negativbankdrücken, sondern nur eine unilaterale, dann streicht ihr tatsächlich die Kurzhantel und ersetzt es durch eine Multipresse oder was auch immer. Und dann habt ihr dort eine Übung, wo ihr bilateral anfassen könnt. Ich habe so eine Maschine. Und deswegen kommen da nochmal 3 Sätze hinterher. Und jetzt am Ende habe ich noch ein bisschen Power. Ich möchte aber nur noch die Brust ausquetschen ein bisschen, während die große Kraftleistung nicht mehr kommt. Die kommt schon übrigens danach nicht mehr. Wer das dann immer noch kann, da würde ich nicht sagen, der hat besonders viel Kraft oder Ausdauer, sondern er hat irgendwas falsch gemacht. Jetzt könnte ich Liegestütz machen. Partnerliegestütz. Richtig geile Sache. Wenn ihr also einen Trainingspartner dabei habt, macht Partnerliegestütze. Definitiv. Ansonsten, schöne Übung. Keine Ahnung, wie die heißt. Wo ihr euch in die bilaterale Maschine begebt, seitlich hinsetzt und die Brust nochmal hier ausquetscht. Mit gut 10 bis 15 Wiederholungen einfach ein bisschen dran rummachen. Und jetzt lassen wir ein bisschen Platz, denn wir trainieren jetzt noch den Bizeps danach. Nach Brust ist das drin. Easy. Man wird irgendwann beim Vierersplit so verwöhnt, dass man auch denkt, oh, soll ich die Brust nicht auch einen einzelnen Tag haben? Und dann kommt man oft sogar noch zu einem Fünfersplit. Passiert vielen Fortgeschrittenen. So, jetzt Bizeps Curls. Ich fange an mit einer brachialen Übung. Beide Arme fassen an und geben maximales Gewicht. Meine Referenzübung, um zu gucken, ob ich von Woche zu Woche besser werde, SZ Curls. Auch dazu nochmal das Video. Beste Bizeps Übungen. Da geht es nur um die optimale Trainingsgestaltung. Trainingsplangestaltung für den Bizeps. Jetzt habe ich meine Oberarme also an der Seite und ich ziehe an einem Gewicht. Jetzt möchte ich dazu eine Abwechslung schaffen und da nehme ich ganz klar Schrägbankcurls. Schrägbankcurls sollten in jeder Bizepseinheit dabei sein. Jetzt habe ich die Oberarme hinten, habe aus der bilateralen eine unilaterale Übung gemacht. Und das ist schon mal ein maximaler Unterschied zu dem, was ich vorher habe. Und als letztes möchte ich jetzt die Oberarme vorne haben und aktivieren. Und da nehme ich nochmal die Scott Curls an der Maschine einarmig. Ich mache die immer einarmig. Natürlich könnt ihr die auch mit beiden machen. Ich liebe es, mich da aber auf einen Arm zu konzentrieren. Und das machen wir mit 3, 3, 3 und das reicht dicke. Macht hier nicht 4, 4, 4 oder so, weil damit nicht auskommt und bereits nach den ersten beiden Übungen eigentlich so ausgelutscht ist, dass das hier nur noch, ja, Proforma ist, der hat da ja auch was falsch gemacht und nicht genug Intensität da reingetan. Kommen wir zum nächsten Tag, Beintag. Beine ist so eine Sache, denn ihr könnt bereits mit nur einer Übung den Beintag entscheiden. Ausfallschritte. Wer hier 4 Sätze macht, egal ob mit der Langhantel oder mit Kurzhanteln und da wirklich bis zum letzten Schritt geht, der kann eigentlich nichts anderes mehr machen, außer die Beine noch ein bisschen auspowern. In den seltensten Fällen macht danach noch irgendetwas entscheidenden Sinn. Wir werden jetzt einmal danach noch etwas einbauen. Ganz klar gehen wir jetzt auf die Beinstrecker. Die Isolationsübung, die kommt danach noch. Und natürlich machen wir auch Beinbeugen rein, die antagonistische. Und von beidem ebenfalls nochmal 4 Sätze. Dann haben wir die Isolationsübung drin, die Ausfallschritte haben eh alles gegeben. Wer merkt, ja, ich kann noch. Ich will noch. Mach die Beinpresse noch danach. Ruhig 4 Sätze. Gerne mal mit mehr Wiederholungen oder wie auch immer, dass ihr mehr Gefühl reinbekommt. Mehr braucht ihr hier nicht.
Jetzt kommen öfters immer wieder die Fragen bei deinem Trainingsplan. Wie sieht das aus mit Waden, Bauch, Unterarme? Solche kleinen Muskeln lasse ich oft raus. Die lasse ich auch bei meinem Training tatsächlich raus. Meine Unterarme wachsen schon mit. Meine Waden nicht unbedingt, mein Bauch meistens schon, den habe ich tatsächlich selten trainiert, aber die könnt ihr so einfügen. Was ich jetzt mittlerweile immer mache, ist das Ganze zum Aufwärmen einzufügen oder auch mal so zwischendurch zu Hause. Mir ist ehrlich gesagt die Trainingsstudiozeit zu schade, um dann auch noch diese kleineren Muskeln mit zu trainieren, die ich aber trotzdem eben trainiere und trainieren kann, wenn ich es möchte, zu Hause oder sonst was. Dazu braucht ihr keine komplizierten Maschinen. Fügt gerne noch an dem Tag die Waden hinten an. Ich schreibe sie jetzt mal dazu. Was ihr dafür macht, müsst ihr schauen. Das heißt nicht, dass ich das Ganze vernachlässige, aber es ist relativ simpel, die zu trainieren und hat mit der großen Trainingsplangestaltung nie etwas zu tun. Habt ihr mehr Energie nach dem Rückentag, könnt ihr auch die Waden einfügen. Habt ihr mehr Energie an den anderen Tagen oder an den Pausentagen, wollt ihr noch die Waden, dann werden die euch nicht besonders stören. Ihr seht, also von der großen strategischen Planung muss man die nicht berücksichtigen. Schultern, Trizeps. Die Spaßeinheit in unserem Trainingsplan. Brust, Bizeps auch so ein bisschen. Aber da ist es einfach nur geiler Pump. Man sieht gut aus, man geht hin und man kommt frisch zurück. Einer der wenigen Tage, wo man frisch zurückkommt. Beine, Rücken, nee, da weniger. Da kommt man zurückgekrochen. Wir fangen an mit einer Überkopfübung. Ich habe schon gesagt, aus Prinzip nehmen wir sie rein. Nicht, weil ich viel davon halte, denn der vordere Delta ist schon kaputt, aber die Bewegung sollte zumindest irgendwie drin sein, damit wir dort Kraft behalten. Hier geht es tatsächlich nur um Kraft. Die machen wir in der Multipresse, dafür steht MP, nicht Maschinenpistole. Und für mich das beste Gefühl. Macht's gerne an der Langhantel, macht's gerne mit Kurzhanteln, was auch immer. Ich mache sie an der Multipresse, kann mich darauf konzentrieren und muss nicht großartig Gewicht rumjonglieren oder rausheben. Danach geht alles nur noch auf die Seite. Die beste Übung immer noch, Seitheben mit Kurzhanteln, ganz normal, da mache ich 4 Sätze. Aber jetzt kommt's, ich mache die Hardcore, ich mache Dropsätze. 4 Dropsätze, also nochmal Gewicht ablegen und dann mit kleinerem Gewicht weitermachen. Das ist schon brutal, wenn man davon 4 Stück macht. Danach, aber nicht genug, ich mache nochmal Seitheben am Kabel hinterher. Hö, warum denn nochmal Seitheben, Gotti? Ist nicht das Gleiche. Kabelseitheben hat den Schwerpunkt ungefähr hier unten. Da zieht ihr so ein bisschen mehr von der Seite, weil das Kabel dann eben im 90-Grad-Winkel abschaut und Kurzhantel natürlich klassisch hier oben den Schwerpunkt. Das macht einen großen Unterschied aus. Und davon nehmen wir auch nochmal 4 Sätze. Wer noch nicht K.O. ist, kann gerne Seitheben an der Maschine noch einbauen. Für mich reicht das für die Schultern dicke. Und danach gehen wir nochmal zum Trizeps über. Der Form halber, weil es besser aussieht, mache ich es mal neben Bizeps. Für den Trizeps fangen wir an mit einer Hardcore-Übung. Für mich die Muskelkater-Übung schlechthin. Muskelkater bedeutet aber nichts, Gotti. Heißt für mich aber, setzt den größten Reiz. Ob der jetzt zum Wachstum anregt oder nicht, aber mein Trizeps hat am meisten zu arbeiten. Mehr erfahre ich da auch nicht. Davon mache ich ganze 3 Sätze, keine 4. Weil, kleiner Muskel, reichen 3, 3, 3. Ich will nämlich 3 Übungen machen. French Press, also ihr liegt irgendwo nach oben, das Ganze. Und das Ganze mit einer SZ-Stange oder wenn ihr sogar habt, einen Hammergriff. Super gerade für den äußeren Kopf des Trizeps. Danach gehe ich über und mache Dips. Ganz schön hier für die Leute, die so ein bisschen schlechtes Gewissen haben, oh, die Brust nur einmal die Woche zu trainieren. Mit den Dips geht noch ein bisschen was auf die Brust. Haben wir aber eine schöne Grundübung mal drin bei den Armen. Und davon machen wir ebenfalls 3 Sätze. Und zum Schluss eine Übung, die ich gar nicht missen möchte, Seil drücken. Jetzt kommt eine kleine Variante. So könnt ihr das machen. Seid ihr aber schon so ein bisschen härter unterwegs und denkt, nee, ihr könnt den Trizeps besser ausquetschen, dann gibt es etwas, was ich ganz gerne mache. Und zwar Seildrücken als 2. Übung im Supersatz, kein Dropsatz, Supersatz mit Dips. Erst Seildrücken, dann bei den Dips weitermachen. Macht nur Sinn, wenn ihr dann immer noch um die 10 Dips schafft, vielleicht 6, 7 Dips. Wer aber sowieso schon Schwierigkeiten mit Dips hat, der kann es auch A andersrum machen und wer da auch schon keine 6, 7 mehr schafft, weil er K.O. ist durch die Schultern und durch den Trizeps vorher, dann lasst das mit dieser Superübung, Supersatzübung. Machen wir jetzt mal die weiter und dann mache ich trotzdem noch etwas Drittes und zwar einarmiges Seildrücken. Bis jetzt haben wir immer mit beiden Armen gearbeitet, jetzt machen wir mal einarmiges und das wäre dann mein komplettes Trizeps-Workout. Wir sind am Ende angelangt. Wieder ein langes Labervideo. Endlich der 4er-Split. Nochmal, um es zu betonen, mein absoluter Lieblingssplit. Und ich behaupte auch, jeder von euch, der ab einer gewissen Masse, sagen wir mal die Gotti-Masse, ins Rennen geht, der wird tendenziell immer zu einem 4er-Split gehen.
Erstens, ich habe selten jemanden gesehen, nein, ehrlich gesagt in meiner ganzen Trainingserfahrung noch keinen, der mit einem Ganzkörpertrainingsplan diese Masse aufgebaut hat. Das gab es noch nicht. Vielleicht gibt es die da draußen irgendwo, will ich auch gar nicht bezweifeln, aber die habe ich zumindest noch nicht gesehen. Die splitten sowieso immer. Und dann irgendwann Beine und Rücken zu trennen, ist eigentlich, wenn man eine gewisse Masse hat, schon Verantwortungsgefühl seinem Körper und zentralen Nervensystem gegenüber. Insofern, viel Spaß damit, wenn ihr es mal nachtrainieren wollt. Und glaubt mir, ihr wollt danach eigentlich nicht mehr weg. Habt ihr das erstmal ein halbes Jahr trainiert, dann ist es für euer Kopf und für euer Gefühl ein Undingen. Nicht nur, wenn ihr an einem Tag hingeht und wisst, ihr müsst nach dem Rücken wieder was anderes trainieren und so einen vollen Rückenmuskelkater oder Pump ist schon was wert. Sondern wenn ihr dann auch noch wisst, ihr müsst alle Muskeln danach trainieren. Ihr seid nicht mehr zufrieden damit. Glaubt mir, ihr kommt nicht mehr davon weg. Nun ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt. War ich wieder zu überheblich anderen Trainingsplänen gegenüber? Bin ich ein bisschen zu vorschnell, wenn ich sage, das ist mein Lieblingstrainingsplan? Gefällt euch der Plan so? Wollt ihr den mal so übernehmen? Und was sind eure Videowünsche, die sich hier aus den ganzen 25 Minuten Reden ergeben haben? Vielleicht habt ihr eine Frage. Was du da gesagt hast, kannst du nochmal näher drauf eingehen. Gebt mir eure Videowünsche und ich gehe gerne darauf ein. Das ist inspirierend. So, jetzt verabschiede ich mich aber. Wenn es gefallen hat, gerne das und für den 5er, 6er und ja, Überraschung, 7er Split. Abonniert einfach den Kanal und ihr verpasst das zumindest nicht. Macht's gut, euer Gotti. Bis bald.